Willkommen hier zu dem Kanal-Trailer von GVK. Es fragen sich bestimmt viele, woher der Name kommt. Er setzt sich aus den drei Ingame-Namen von der Leitung zusammen: Gommeln, Wemmes, Konterle. Aus diesen drei Namen setzt sich der Name GVK zusammen. Ja, und ihr befindet euch hier auf diesem Kanal. Ihr seid hier und gespannt auf das neue Projekt, was kommen wird, was zum Teil auch angekündigt wurde. Und ja, ich muss natürlich das hier ganz gut hinbekommen. Das soll nämlich der Kanal-Trailer sein. Ich würde einfach mal sagen, wir starten damit, was hier auf dem Kanal kommen wird. Und das sind zuallererst einmal zusammengefasste CVs. Willkommen hier, liebe Leute, zu einem neuen Spiel. Zum anderen sind es dann auch noch zusammengefasste CVs. Heute befinden sich zwei gleich starke Teams im Duell. Und ganz am Ende kommen dann nochmal zusammengefasste CVs. Oberns bekommt hier sehr, sehr gut oben. Und das zusammen ergibt natürlich eine Menge von zusammengefassten CVs, das ist ja irgendwie logisch so. Und das ist auch unser Ziel und unser Motto so. Wir wollen nämlich schön viele CVs für euch zusammenfassen, damit ihr viel zu schauen habt. Und dass jeder von euch wirklich auch mal ein CV hat, wo er sagt, oh, den möchte ich gerne schauen und so, da war ich nicht am Start oder so, mein Clan spielt da, oh, wir haben die gespielt und so weiter, bla bla. Und das finde ich eine ganz coole Idee so. Die wollen wir umsetzen und dafür brauchen wir euch. Und eigentlich wollte ich jetzt nur noch mal sagen, dass das Projekt auf Ideen und Vorschläge und Verbesserungsvorschläge vor allem von der Community lebt. Wir leben wirklich davon, dass ihr da seid. Erstens bekommen wir die Motivation durch euch, indem ihr es uns einfach mit einem netten Kommentar oder einem Like oder einem Abo zeigt. Oder indem ihr einfach Verbesserungsvorschläge von wegen zum Kommentieren, zu den Packs, da gibt es nämlich noch Abstimmungen. Das werdet ihr aber alles noch im Verlauf des Projekts erfahren. Und auch so eine Sachen, einfach Verbesserungsvorschläge. Wenn die Audioqualität mal nicht so gut ist, dann schreibt's rein, kommt. Dann schreibt's einfach unter dem Video, das und das hat mir nicht gefallen. Das würde uns sehr freuen. Natürlich könnt ihr dann auch ein Dislike da lassen. Das stört überhaupt nicht. Ich meine, wozu gibt es den Dislike-Button? Für die Hater ist es natürlich immer sehr schön. Aber naja, wenn ihr dann auch wirklich noch drunter schreibt, warum es euch nicht gefallen hat, dann würde uns das sehr, sehr freuen. Und da können wir es natürlich auch verbessern. Und wir haben vor, dass wir auf die Community eingehen. Das heißt, wenn ihr Wünsche habt oder so, wir versuchen, die umzusetzen. Wir sind bis jetzt 10 Leute im Team. Und da lässt sich schon einiges machen. Jo, und eigentlich soll es das auch schon gewesen sein. So, ich würde sagen, ihr seht jetzt einfach hier ein Beispiel-CV, der zusammengefasst wurde, und zwar Oberns vs. Ho West. Ja, und ich wünsche euch einfach viel Spaß auf diesem Kanal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar unter dem Kanal-Trailer. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Ja, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Gommeln, by the way. Jo, und dann würde ich sagen, seht ihr hier den CV. Yo, willkommen hier zu dem ersten Beispiel-CV, wie das dann in der Folgezeit aussehen wird. Ja, ich kommentiere das ein bisschen hier. Omans bekommt hier oben nach einer sehr starken Aktion von Phaserwiz. Er bekommt zwei Gegner und carried somit ein wenig oben. Versucht ihn auch noch, den First Rush gelingt ihm leider nicht, aber naja, kann passieren und er macht es trotzdem sehr stark. Hat West in diesem CW was zu bieten? Eher nicht, denn auch in dieser Szene sieht deren Base der sehr schwach aus. Phaserwiz macht hier einen MG ganz normal, holt das Bett, bekommt sogar noch einen Spieler und dann leben noch zwei Spieler von West und ja, das nur nach 5 Minuten. Dann macht Weezen, der Bow von Oberns, einen MG, tötet den einen OS-Spieler One-Shot mit dem Bow. Dem anderen gibt er eine schöne Combo, leider bekommt er ihn nicht, denn er bekommt einen Unlucky-Hit und fliegt runter. Wäre er in dieser Situation vielleicht mit Bow draufgegangen, hätte er es wahrscheinlich geschafft, den Gegner zu holen, hat er leider nicht. Geht's weiter. Phaserwiz macht es dann wieder stark, lockt den letzten Spieler, spiel mal ohne Eisen, heißt er, ganz witzig, auf den Konter unten. Und dann töten Are und Phaserwiz diesen Spieler und Oberns bekommt 15 Elo plus. Yo, und das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Schreibt dort einen Kommentar und bitte schaut auf dem Kanal vorbei. Das wird nämlich auch auf anderen Kanälen geuploadet und es wäre sehr nice, wenn ihr bei GVK ein Abo da lassen könntet. Da werden aktiv Videos kommen. Und die letzte Bitte für heute ist, dass ihr bitte in die Beschreibung schaut, weil dort stehen Fragen und Anmerkungen und zum Teil auch noch Infos. Also es ist wichtig für euch und es wäre auch sehr schön, wenn ihr diese Fragen in der Beschreibung, in den Kommentaren beantworten könntet. Das würde uns helfen mit der Organisation und dann geht es auch schneller und alles. Dann ist einfach alles besser
Ja, dann nehmt euch die 2 Minuten Zeit und dann passt es. Und ich will euch gar nicht weiter belästigen, stören. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Gommeln. Tschüss.